Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends und wir gehen in den Turm ohne Ende. Die Herausforderung heute ist eigentlich durchaus machbar, es sind 1060 Meter und die meisten Elemente kennen wir eigentlich. Es gibt ein einziges Element, das ich bisher noch nicht kannte oder in der Kombination noch nicht, aber das zeige ich euch nachher gleich. Hier die Sachen kennt ihr recht einfach, da müssen wir uns keine große Gedanken machen. Die Grundregel bei Turm ohne Ende ist eigentlich immer, sammle die violetten Looms ein. Das heißt, es gibt eine einzige Stelle, wo es eigentlich ein bisschen gemein ist, aber wenn wir uns an diese Regel halten, dann sollten wir das ohne Probleme schaffen, weil die Looms sagen halt oft an, hier könnte demnächst eine Ranke pflanzen, wachsen. Hier, das ist die gemeine Stelle, da müssen wir einen zusätzlichen Sprung machen und dann, eine andere gibt es eigentlich nicht so vom Gemeinheitsgrad. Doch, ganz kurz am Ende kommt eine ganz, ganz miese Sprungkombination. Aber dafür können ja die armen Looms nichts. So, wir sind inzwischen schon 400 Meter hochgesprungen. Das Problem auch beim Turm ohne Ende ist immer ein bisschen, es dauert extrem lang. Das heißt also, wenn ich hier irgendwie was schaffen möchte, dann brauche ich länger als wenn ich das Ganze auf der Ebene mache. So, hier hoch. Jetzt wieder über die Ranke. Einfach immer schön Looms einsammeln und dann ist alles gar kein Ding. So, auch hier. Wir sammeln einfach fleißig ein. Hier, Schräge macht uns gar nichts. Ein Tipp ist vielleicht auch noch, benutzt das Steuerkreuz immer genau in die Richtung, in die ihr gerade springt. Also gerade bei längeren Sprüngen, die jetzt nicht zum Wandlaufen dienen, einfach dann den Controller immer in die entsprechende Richtung drücken. Das hilft öfters auch. Bei Bumpern dann natürlich nicht entsprechend beeinflussen. So, hier auch. Am Anfang habe ich es auch zum Teil so gemacht, dass ich beim Hochlaufen den das Steuerkreuz halt eben in die Richtung nach oben gedreht habe. Hier rüber, Sprung rüber, rüber. Hier nicht zu schnell die Kombination machen, weil sonst verlieren wir den Halt. Rüber, rüber, rüber. So, auch hier, dann brauchen wir gar keine Angst haben. Die Pflanze kommt nicht weit genug. Weiter vom Ring. Und gleich haben wir die Goldmarke geschafft. Hier auf den Ring. Rüber, wenn wir es nicht schaffen, benutzen wir den Propeller. Und hier nochmal hoch. Das soll es eigentlich gleich sein. Hier hoch, genau. Das, jetzt sollten wir die Goldmarke haben. So. Hier drüber. Und wir bekommen eine Pausensequenz. Als Belohnung dafür. So, hier auch wieder hoch. Sprung, Sprung, Schlag, Sprung, Schlag. So, rüber, rüber, rüber. Der ist auch schon gemein. Und hier ist gleich nochmal ganz schnelle Sprünge. Aber nicht zu schnell. So, das war die heutige Daily Extreme Challenge. Also durchaus machbar. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, gebt einen Like. Ansonsten sehen wir uns morgen zur nächsten Runde der Daily Challenge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja. Bis morgen. Tschüss.